Na gut, wenn alle bereit sind, können wir schon mal aufstehen. Heute 3 Stunden in einem, 2 zum Nachholen und eine für heute. Wir stellen uns alle mal ganz hinten auf die Matte gemeinsam. Und wir müssen uns dann gar nicht mehr umstellen, wenn wir alles richtig machen. Die Ausgangsposition für die Auflockerung immer am Anfang. Beine geschlossen, Arme seitlich öffnen, wir wandern auf die Zehenspitzen, Schultern lang ziehen, tief in den Bauch einatmen und ausatmen, locker nach vorne vor allem, Oberkörper entspannt hängen lassen und abwechselnd anwinkeln, das linke Bein umsteigen, das rechte Bein, Nacken entspannen, Kopf hängen lassen, nach eigenem Tempo wechseln. Wir müssen nicht aktiv Richtung Boden ziehen. Wir wollen einfach nur mal den Oberkörper und die Beine ganz locker abwechseln, anwinkeln. So, wir richten uns langsam Wirbel für Wirbel auf, öffnen die Arme seitlich. Eine zweite volle Streckung ganz groß machen, tief in den Bauch einatmen, halten, für 3, 2, 1 und aus, ein weiteres Mal nach vorne, die Beine bleiben gestreckt und wir ziehen kleine Halbkreise mit dem Oberkörper nach links und nach rechts, die Knie sind ganz durchgedrückt, der Oberkörper hängt locker. Und von einer Seite zur anderen wechseln. Wir atmen tief in den Bauch. Wandern zur Mitte, richten uns für eine dritte. Und letzte Streckung auf. Nochmal ganz groß machen. Tief in den Bauch ein- und halten. Und aus, nach vorne und wir kombinieren wie immer die letzten 2 Übungen. Also Oberkörper nach links, rechtes Bein anwinkeln. Oberkörper nach rechts, linkes Bein. Und ein paar Mal nach eigenem Tempo wechseln. Wir passen auch langsam unsere Atmung an. Das heißt, immer ein durch die Nase, tief in den Bauch. Ausatmen durch den Mund. Steigen, schulterbreit auseinander, Füße schön parallel halten und wir wechseln in unsere erste Ausgangsposition, tiefe Hocke. Bei uns gilt immer die Schultern von innen und jetzt öffnen wir mal die Arme seitlich, ziehen den Kopf ein, Rücken rund und die Beine pressen wir aktiv nach hinten mit den Armen, ein bisschen den Becken auflockern. Sollte in der tiefen Hocke bei jemandem die Fersen abheben, ist das absolut kein Problem, das wird sich mit der Zeit besser. So, dann greifen wir wieder zu den Zehenspitzen. 1, Beine strecken. 2, Arme seitlich öffnen, auftauchen. 3, aufrechte Hocke. 4, strecken. 5, abtauchen, zu den Zehenspitzen greifen. Und 6, tiefe Hocke, Ausgangsposition. So, Pranayama, wir atmen gemeinsam. 1, ein durch die Nase. 2, aus durch den Mund. 3, ein. 4, aus. 5, ein. 6, aus. 1, ein. 2 aus, 3 ein, 4 aus, 5 ein, 6 aus, 1 ein, 2 aus, 3 ein, 4 aus,
5 ein. 6 aus und letzte Runde volles Tempo. 1 rein. 2 aus. 3 ein. 4 aus. 5 ein. Und 6 ganz ausatmen. Tiefe Hocke, Ausgangsposition. Und ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts wippen. Kurz die Fußgelenke auflockern. Und wir wärmen mal wieder die Fußmuskulatur zuerst auf. Das heißt, Arme strecken, die Arme anlegen am Knie, Hände flach am Boden. Und wir wandern rauf auf die Zehenspitzen. Becken bleibt ganz unten. Gut, Füße durchstrecken. Halten noch ganz kurz. Und Füße nochmal flach. Die Schultern nach innen holen, die Arme nach außen öffnen. Kinn am Brustbein anlegen, Rücken rund. Wieder auf die Knie, die Hände flach am Boden. Zuerst rauf auf die Zehenspitzen und Becken halb anheben. Kurz halten, Arme gestreckt, Knie bleiben in Kontakt mit den Oberarmen. Und nochmal, tiefe Hocke, Schultern nach innen holen, Arme nach außen öffnen, Kopf einziehen. Letztes Mal, Achseln auf die Knie, Hände flach am Boden. Zuerst rauf auf die Zehenspitzen. Jetzt wandern wir alle so weit wie wir können, rauf mit dem Becken. Wer kann, Beine durchstrecken. Viel wichtiger ist allerdings, auf den Zehenspitzen zu bleiben. Alles andere ist eher nebensächlich. Und langsam wieder zurück in die Hocke. So, wir greifen zu den Zehenspitzen, strecken noch einmal durch. Öffnen die Arme seitlich beim Aufrichten. Und fangen mal mit der linken Seite an fürs Gleichgewicht. Die Hände wandern runter, der Fuß wandert hoch, oben anlegen. Ferse über oder unter dem Kniegelenk, ganz wichtig, nicht direkt anlegen. So. Punkt direkt gegenüber am Boden fixieren, auf der Matte. Und wir knicken im Becken ein, Rücken halbwegs gestreckt halten. Achtet auf eure Atmung, Nase ein, Mund aus, gilt für die ganze Stunde. Und wir richten uns langsam kontrolliert wieder auf. Das linke Bein wandert nach vorne und an den Körper ziehen. Rechte Hand oben, linke Hand unten. Ganz ran, Gesäß lang machen. Und wir wandern mit der linken Hand zum Fußgelenk, Bein nach hinten ziehen, rechten Arm nach rechts strecken. Jetzt wollen wir das linke Knie hinter dem rechten platzieren und links das Becken ganz nach vorne schieben, Oberschenkel lang ziehen. So, Konzentration ohne Absetzen, bringen wir den Fuß nach vorne, legen ihn innen am Becken an, Knie Richtung Boden pressen. Und der linke Arm diesmal nach links gestreckt. Oberkörper aufrecht. Und wir strecken nochmal alle vier durch. Heben das linke Bein parallel zum Boden. Atmen tief in den Bauch ein. Und beim Ausatmen, langer Schritt in die Pyramide, Stirn Richtung linkes Bein und rechts hinten die Ferse Richtung Boden pressen.
gerade Achillessehne langziehen. So, wir drehen uns ganz nach rechts, Füße parallel halten. Und wir fangen mit der linken Seite an. Linkes Bein angewinkelt, mit beiden Armen fest umschlingen. Und linkes Bein durchstrecken, Kopf immer näher Richtung Schienbein ziehen. Wenn möglich sind beide Beine ganz gestreckt. Und wir atmen tief in den Bauch. Locker lassen, wir wechseln. Rechtes Bein angewinkelt, mit beiden Armen ganz festhalten und rechtes Bein durchstrecken. Nochmal locker lassen, Oberkörper zur Mitte. Wir drehen die Arme nach hinten und ziehen den Kopf bis zum Boden, wenn möglich. Wer kann, Kopf absetzen, Beine gestreckt halten und tiefe Bauchatmung. So, wir richten uns nochmal auf im Oberkörper, drehen uns wieder ganz nach vorne. Rechtes Knie absetzen, Oberkörper aufrecht, Becken ganz nach vorne schieben, rechten Hüftbeuger lang ziehen, tief in den Bauch einatmen und halten. Für 3, 2, 1 und aus. Hände zu Boden, linkes Bein seitlich ablegen, Pigeon Pose aufrecht, ganz wichtig. Becken aktiv Richtung Boden pressen, unteren Rücken, Gesäß anspannen, ganz nach unten drücken. Nochmal tief einatmen und diesmal ausatmen, ganz hinlegen. So, jetzt nur so nebenbei, wir wollen so viel wie möglich beim Atmen mit dem Zwerchfell arbeiten. Das heißt, wer kann, beim Einatmen Bauch immer ganz ausdehnen und beim Ausatmen Bauch leicht einziehen und natürlich ein durch die Nase, aus durch den Mund. So, wir richten uns langsam wieder auf im Oberkörper, kurz halten. Und linkes Bein aufstellen, rechts hinten die Zehenspitzen ebenfalls, Gewicht nochmal nach oben verlagern. Und wir steigen mit dem linken Fuß zurück zum rechten. Downward Dog, Knie leicht angewinkelt, ganz kurz halten. Und jetzt wandern wir mit den Händen zu den Zehenspitzen, langsam. Und richten uns nochmal auf, die Arme seitlich öffnen und wir wiederholen das ganze Spiel nochmal auf der rechten Seite. Hände wandern nach unten, rechter Fuß wandert hoch, halbwegs in der Mitte, Punkt direkt gegenüber am Boden fixieren und wir knicken nochmal im Becken ein, den Rücken halbwegs gestreckt halten. Bauch anspannen, langsam aufrichten, das rechte Bein wandert hoch, linke Hand am Knie, rechte Hand am Schienbein und wieder ganz ranziehen an den Körper, Gesäß rechts lang machen, tief durchatmen. Und wir wandern mit rechts runter. Bein nach hinten ziehen, linken Arm nach links und nochmal rechtes Knie hinter dem linken, Becken ganz nach vorne drücken, Hüftbeuger lang ziehen. Und wir bringen den Fuß wieder.
wieder nach vorne, innen am Becken anlegen, Knie Richtung Boden, rechter Arm nach rechts. Und Konzentration, nochmal alle vier gestreckt. Rechtes Bein anheben, tief in den Bauch einatmen und aus. Langer Schritt in die Pyramide, Stirn Richtung rechtes Bein und links hinten Ferse Richtung Boden pressen. So, wir drehen uns nach links, Füße parallel halten, rechtes Bein anwinkeln. Beide Arme ganz fest umschlingen und das rechte Bein durchstrecken. Kopf zum Schienbein, tiefe Bauchatmung. Lockerlassen, wechseln, links anwinkeln, gut festhalten und durchstrecken. Wir lassen wieder locker, bringen den Oberkörper zur Mitte, drehen die Arme nach hinten und ziehen den Kopf wieder Richtung Boden. Die Beine gestreckt, Knie ordentlich durchdrücken und tiefe Bauchatmung. So, wir richten uns nochmal auf im Oberkörper, drehen uns wieder ganz nach vorne, setzen dieses Mal das linke Knie ab, Oberkörper aufrecht. Und Becken nach vorne schieben. Dieses Mal den linken Hüftbeuger ganz lang ziehen. Becken nach vorne schieben. Tief einatmen und halten. 3, 2, 1 und ausatmen. Hände zu Boden. Pigeon Pose. Rechte Seite. So, sollte irgendjemand Schmerzen im Knie haben, ziehen wir den Fuß näher zum Becken, damit wir weiterhin Becken aktiv Richtung Boden pressen können. Noch einmal tief in den Bauch einatmen und ausatmen, hinlegen und ganz kurz entspannen. Richten uns nochmal auf im Oberkörper. Nochmal kurz halten. Und rechtes Bein aufstellen. Links hinten Zehenspitzen aufstellen. Gewicht wieder nach oben verlagern. Und rechten Fuß zurücksetzen zum linken. Downward Dog. Kurz halten. Knie leicht angewinkelt. Und wir setzen beide Knie ab und bleiben gleich mal auf allen Vieren im Vierfußstand, die Füße auf dem Fußrücken abgelegt, Arme gestreckt und einatmen, Hohlkreuz, Kopf in den Nacken, Ellbogen nach hinten Richtung Beine drehen, beim Ausatmen Arme auswärts, Schultern lang, Kopf hängen lassen, Becken nach vorne schieben, Rücken rund. Und wiederholen. Einatmen, wechsel. Ausatmen, wechsel. Ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Ein Bauch ausdehnen. Aus Bauch einziehen.
Eins ein. Zwei aus. Eins ein. Zwei aus. Und einmal noch eins ein. Halten für drei. Zwei. Eineinhalb. Eins. Und ausatmen, zurücksetzen. Stirn ablegen. Child's Pose als neue Ausgangsposition. Allerdings sind die Arme nach vorne gestreckt, Stirn abgelegt, ein paar Mal tief durchatmen. Wer möchte, kann ein bisschen nach links und nach rechts wippen. So, wir heben den Kopf an, zweite Zweierabfolge, den Boden entlang, vorwärts, Upward Dog. Untere Rückengesäße sind angespannt, die Knie heben vom Boden ab, Füße am Fußrücken und zwei, Knie ablegen, zurücksetzen in unsere Ausgangsposition. Wir atmen wieder gemeinsam, eins, ein durch die Nase, zwei, aus durch den Mund. Eins, ein. Zwei, aus. Eins, ein. Zwei, aus. Eins, ein. Zwei aus. Und einmal noch eins einatmen. Halten für drei. Zwei. Eins und ausatmen, zurücksetzen. Genau, Stirn ablegen, ein paar Mal tief durchatmen. Abfolge, Kopf anheben und dieses Mal von oben vorwärts, Upward Dog, eins, untere Rückengesäße angespannt, Knie heben natürlich ab, wir wechseln, Downward Dog, indem wir über die Füße und die Zehenspitzen rollen, Knie leicht anwinkeln, drei, wieder von oben vorwärts, Upward Dog, Füße wieder flach am Fußrücken, Knie bleibt oben. Und vier, den Boden entlang, rückwärts in unsere Ausgangsposition. Wir atmen wieder gemeinsam, von oben vorwärts ein. Nach oben aus. Von oben vorwärts ein und von unten rückwärts aus und von oben eins ein, zwei aus, drei ein, vier aus. Eins, ein. Zwei, aus. Drei, ein. Vier, aus. Eins, ein. Zwei, aus. Drei ein und halten. Für drei,
2, 1 und ausatmen, Stirn ablegen und ein paar Mal tief durchatmen, bevor wir zur Trägerabfolge übergehen. Kurz entspannen, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts wippen. Nochmal kurz den linken Arm nach rechts unten durch, Handfläche zum Boden drehen und Stirn ablegen, rechten Arm Richtung Decke. Ja, und wir wandern mit dem Becken so weit wie möglich nach hinten Richtung Boden, Gesäß nach unten drücken. Und wechseln. Rechten Arm unten durchfedeln, Handfläche Richtung Boden, Stirn ablegen, linken Arm Richtung Decke und Gesäß nach hinten und nach unten schieben. Beide Arme nochmal nach vorne bringen. Heben den Kopf an, wandern den Boden entlang, vorwärts, Upward Dog, Knie anheben, wieder über die Zehen rollen, Downward Dog, Knie anwinkeln und wir setzen den linken Fuß nach vorne zwischen die Handflächen, Oberkörper aufrecht, Warrior 1, für unsere Achterabfolge, Oberschenkelknochen ein bisschen niedriger als parallel zum Boden, Spannung im Oberschenkel halten, Becken schön parallel zur Wand vorne, Oberkörper aufrecht. So, sollte jemandem die Kraft ausgehen, könnt ihr das rechte Knie absetzen, ansonsten schön durchstrecken. 2, Warrior 2 nach rechts. Träger umkehren, nach hinten, rechter Arm hinterm rechten Knie, linker Arm ganz lang nach oben. Vier, vorwärts, beide Arme lang machen. Fünf, nochmal umkehren. Sechs, vorwärts, linker Arm hinterm Rücken, rechter überm Kopf. Und wer kann, bringt den linken Ellbogen vorne am Oberschenkel an. Sehr gut. So, ein bisschen mehr Zug in der Schulter und in den Rotatoren ist okay, Schmerzen nicht okay. Das heißt, wenn es weh tut, bitte lassen. Sieben, nochmal Krieger zwei. Und 8, vorne durchstrecken, beide Hände zum Boden, Stirn Richtung linkes Bein. Und wir wechseln direkt zur Triangle Pose. Linke Hand bleibt am Boden, rechten Arm Richtung Decke öffnen. Alle vier sind gestreckt. Genau, und in so einer Situation kann man jetzt den Yoga-Block verwenden und sich darauf abstützen zum Beispiel. Reverse Triangle, rechte Hand zum Boden, beide Füße nach vorne drehen, linken Arm Richtung Decke, wenn möglich alle vier strecken. Achtet aufs Gleichgewicht und auf eine tiefe Bauchatmung. Und linke Hand absetzen, rechtes Knie absetzen, Oberkörper aufrecht und Becken nach vorne schieben. Rechts den Oberschenkel und Hüftbeuger lang ziehen. So, wir atmen tief in den Bauch ein und halten. Für 3, 2,
Eins und beim Ausatmen zurücksetzen, auf den rechten Fuß drauf, zum linken vorgreifen, mit beiden Händen Stirn Richtung linkes Bein. Sollte jemand wieder Schmerzen im Knie haben, ihr könnt gerne den Fuß nach vorne bringen und am Oberschenkel von innen anlegen. Einfacher ist es jedoch, wenn wir auf dem Fuß drauf sitzen. So, linke Hand bleibt beim linken Fuß von oben. Den rechten Arm ziehen wir mal Richtung Decke. Und rechte Hand links durchfädeln. Handfläche zum Boden und Oberkörper ganz nach links heben. Mit dem rechten Arm gegen das linke Bein pressen, volle Rotation im unteren Rücken und drei Atemzüge, sehr viel Atmung, schön kraftvoll, tief in den Bauch einatmen, ganz ausdehnen und ausatmen, Bauch ganz einziehen und klein machen. Zweimal wiederholen. Das linke Bein, egal wie weit vorne, und heben es gestreckt, egal wie hoch an. Das heißt, das hier ist super, das hier ist auch gut, Oberkörper bleibt schön aufrecht. Nach links öffnen. Und linken Fuß rechts vom Körper absetzen, überkreuzen nochmal. Rechten Arm übers linke Bein, nochmal ganz nach links heben. Volle Rotation in den Lendenwirbel und drei Atemzüge. Kraftvoll ein, ausdehnen, aus, einziehen und zweimal wiederholen. Linkes Bein durchstrecken, Hände links und rechts am Boden und wir wandern so weit wir können nach vorne, Stirn Richtung Boden ziehen und das linke Bein gestreckt halten und ein bisschen durchschütteln. So, Kopf anheben, Gewicht nach vorne verlagern. Rechte Hand bleibt am Boden, wir greifen mit links den rechten Fuß und schieben jetzt das Becken diagonal nach vorne. Oberschenkel nochmal langziehen. Gut, oh, locker lassen, linke Hand absetzen, Gewicht nach oben verlagern. Und wir machen dieses Mal wieder einen direkten Wechsel. Das heißt, zuerst mit rechts nach vorne steigen, zum linken. Den linken Fuß zurücksetzen, wo wir den rechten her haben. Und direkt in die Kriegerabfolge, angefangen mit 1. Zwei, nach links. Drei, links, hinten. Vier, rechts, vorne. Spannung im Oberschenkel halten, Knie nach außen drücken. Nochmal umkehren, links, hinten. Sechs wieder vorwärts, rechter Arm hinterm Rücken, linker überm Kopf und wer es schmerzfrei schafft, Ellbogen wieder vorne, Oberschenkel anlegen. Sieben,
ganz kurz die Spannung halten, tief atmen. Und 8 vorne strecken, Hände zum Boden, Stirn zum rechten Bein. Und direkter Wechsel ins Dreieck, linken Arm Richtung Decke, alle 4 gestreckt. Umkehren, beide Füße nach vorne drehen, achtet aufs Gleichgewicht und alle 4 strecken, wenn möglich. So, rechte Hand absetzen, linkes Knie absetzen, Oberkörper aufrecht und Becken wieder ganz nach vorne schieben, Oberschenkel. Und Hüftbeuger lang ziehen. Wir atmen tief in den Bauch ein und halten. Für 3, 2, 1 und beim Ausatmen zurücksetzen. Dieses Mal den linken Fuß zum rechten vorgreifen mit beiden Händen. Stirn Richtung Schienbein. Rechte Hand bleibt rechts bei den Zehenspitzen, linken Arm Richtung Decke ziehen. Und die linke Hand rechts durchfädeln, Handfläche zum Boden. Und wir verlagern uns ganz nach rechts dieses Mal. 3 Atemzüge, tief einatmen, ausdehnen. Ganz ausatmen, einziehen. Linke Hand links fürs Gleichgewicht, mit rechts wieder, egal auf welcher Höhe, das rechte Bein gestreckt anheben, Oberkörper bleibt aufrecht. Rechts öffnen. Und wieder überkreuzen, rechten Fuß übers linke Bein. Linken Arm übers rechte Bein, ganz nach rechts heben, 3 Atemzüge. Hände links und rechts zu Boden. Wir wandern wieder ganz nach vorne mit dem Oberkörper, Stirn Richtung Boden ziehen und das gestreckte Bein wieder durchschütteln. Kopf wieder anheben, Gewicht nach vorne verlagern. Rechte Hand bleibt am Boden, mit links den rechten Fuß greifen und Becken wieder diagonal nach vorne schieben. Oberschenkel lang ziehen. Und locker lassen. Rechte Hand rechts absetzen, Gewicht nach oben verlagern. Mit dem linken Fuß ganz nach vorne zum rechten dazusteigen. So, schulterbreiter Stand, Füße parallel. Und wechsel in die tiefe Hocke als neue Ausgangsposition. So, wir holen nochmal die Schulter nach innen, öffnen die Arme nach außen, Kinn am Brustbein anlegen, Rücken rund. Ein, zwei Mal tief durchatmen. Und dann haben wir ein bisschen Spaß.
So, locker lassen. Die Achseln kommen auf die Knie, die Hände flach auf den Boden, die Finger so weit wie möglich öffnen. Wir wandern ganz rauf auf die Zehenspitzen. Die Schultern sind direkt über den Händen platziert, in einer Linie. Arme anwinkeln, Gewicht ganz leicht nach vorne verlagern und bitte nur den linken Fuß anheben. Der rechte bleibt am Boden fürs Gleichgewicht. Pseudo-Krähe, linke Seite. Sehr stark. Und wieder absetzen. Wir holen die Schultern nach innen, öffnen die Arme nach außen, ziehen den Kopf an und pressen die Beine aktiv nach hinten. Und locker lassen, Achseln wieder auf die Knie, Hände nochmal flach am Boden, ganz rauf auf die Zehenspitzen. Gewicht verlagern und nur den rechten Fuß anheben. Und halten. Gut, nochmal absetzen, ein weiteres Mal. Schultern einziehen, Arme öffnen, Kopf einziehen und zweimal tief durchatmen. Und locker lassen. So, ja, sind alle mental bereit? Wir machen nochmal die volle Krähe gemeinsam. Achseln auf die Knie, die Finger so weit wie möglich öffnen, ganz wichtig, Hände flach am Boden. Rauf auf die Zehenspitzen, Schultern direkt über die Hände. Jetzt winkeln wir die Arme an, verlagern den Körper so lange, bis die Füße ganz von alleine abheben. Und den Punkt halten wir für eine Minute. Sehr stark. Und kurz mal absetzen, noch einmal. Schulter nach innen, Arme nach außen, Kopf einziehen. Wir starten dann noch einen zweiten Versuch. So, locker lassen, wenn alle bereit sind. Achseln auf die Knie, Hände ganz weit geöffnet am Boden, auf die Zehenspitzen. Arme anwinkeln, Gewicht verlagern, bis die Zehenspitzen abheben. Position halten. Noch 3, 2, 1 und absetzen. Sehr stark. So, wir wechseln in eine Rückenlage. Das Schlimmste haben wir geschafft. So, ganz hinlegen. Kurz mal die Beine an den Körper ziehen, mit den Armen umschlingen. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. So, dann Arme und Beine ganz durchstrecken Richtung Decke. Und seitlich geöffnet in die Totenlage, ablegen, Augen schließen. So, wir atmen mal nach eigenem Tempo ein paar Mal tief durch. Ich erkläre die erste Atemübung für die Leute, die zum ersten Mal da sind. 4 Phasen. Ich zähle immer mit, wie lange wir einatmen, anhalten, ausatmen, anhalten. Jede Runde ist ein kleines wenig länger als die davor. Das heißt, wenn alle bereit sind, jetzt mal kraftvoll ausatmen. Und 1, 3, 2, 1, halten. 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus für 3, 2, 1 und halten für 2, 1, ein für 4, 3, 2,
1, halten, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus für 3, 2, 1, halten, 2, 1, ein für 5, 4, 3, 2, 1, halten, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus für 4, 3, 2, 1, halten, 3, 2, 1, ein für 6, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus für 5, 4, 3, 2, 1, halten, 4, 3, 2, 1, ein für 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus für 6, 5, 4, 3, 2, 1, und halten, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, und nach eigenem Tempo wieder ein paar Mal durchatmen. Verkehre die zweite Atemübung. Feueratmung ist eine kraftvolle, schnelle Zwerchfellatmung, so wie wir es vorher gemacht haben. Beim Einatmen Bauch ganz ausdehnen, beim Ausatmen Bauch komplett einziehen. Immer ein durch die Nase, aus durch den Mund. Dann werden wir es diesmal ein bisschen schneller und kraftvoller machen. 10 Atemzüge pro Runde, 2 Runden hintereinander mit kurzer Pause. Wenn alle bereit sind, kraftvoll aus. Ich atme den Rhythmus und das Tempo vor. Los geht's. Ganz tief einatmen, halten für 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kraftvoll aus und Runde 2, los geht's. Nochmal ganz tief ein, halten für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kraftvoll aus. Und wir atmen wieder nach eigenem Tempo. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall noch ein bisschen liegen zu bleiben. Von meiner Seite war es das schon. Bitte nicht vergessen, bevor ihr geht, die Matten schön einzurollen und zurückzulegen. Ich habe gemerkt, in einer Woche Pause haben wir nicht so viel verloren. Schon mal gut. Wir sehen uns sicher nächsten Sonntag, selbe Uhrzeit. Danke fürs Mitmachen. Und gut, heute ist Sonntag. Wir sehen uns am Freitag. Das ist es. 17 Uhr. Danke fürs Mitmachen und schönen Sonntag. Thank you.
bisschen schwierig, aber doch. Ja, ist gut. Aha. Nice. Den mache ich auch immer. Das ist perfekt.